Ja, meine lieben Reisverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Leute, heute werden wir uns den neuen Surge-Skin kaufen und ich finde ihn echt cool. Er hat einfach so eine Banane in der Hand und ja, wird auf jeden Fall nice, Leute. Ganz, ganz wichtig nochmal, wenn ihr mich supporten wollt, beziehungsweise ihr wisst ja, ich habe leider meinen Creator-Code nicht mehr. Tragt so lange gerne Creator-Code Pookie ein, würde mich sehr freuen, Leute. Pookie hilft mir aktuell sehr viel, so auch, dass ich YouTube natürlich auch hauptberuflich machen kann. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, kann ich das euch gerne mal on-stream oder so erzählen. Ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt und das Video auf jeden Fall bis zum Ende angucken. Ich spiele wahrscheinlich mit Mo gleich und mit Tobi. Oder wir spielen mit Mo und High First, da weiß ich noch nicht, wer gerade Zeit hat. Und dann würde ich sagen, ja, wir gönnen uns jetzt den Skin. Ich bin auf jeden Fall mega, mega gespannt. Ich habe ihn ein einziges Mal, nee, zwei, na, nee, einmal habe ich ihn gesehen. Einmal in-game, als ich heute gestreamt habe. Leute, ganz wichtig auch für euch. Falls ihr meine Streams noch nicht angeschaut habt, ich lasse jetzt meine Streams jedes Mal öffentlich, also einen Monat lang. Und wenn ihr Bock habt, schaut die gerne, also im Nachhinein ein, Nachhinein an. Aber Leute, Videos kommen auch jeden Tag. Schaut auch bitte die Videos an. Ich würde sagen, let's go. So Leute, ich bin mal mega gespannt, wie der Skin ist. Wie gesagt, ich habe ihn nur einmal gesehen in Game. Und was ist eigentlich das Gadget? Also hier, dieser riesen Kreis, ist das von Mo und das sehen wir jetzt. Jetzt voll im Bild. Oh! Ich kann jetzt gerade gar nicht auf den Skin achten. Hier gibt es voll die Party. Oh oh. Lol! Ich habe gedacht, ich wäre voll aus der Range. Das war mein Bad, dass ich gestorben bin, Leute. So. Wie gesagt, Leute, schreibt mal gerne in den Kommentaren, wie ihr den Skin findet. Und let's go, Leute, ich habe eine Banane in der Hand. Ich fühle den Skin so sehr, ne? Nice. Ja. Oh, der Double Shot. Boah, ich würde so fühlen. Mo, hast du Search Level 11 gespielt schon? Achso. Hast du Search auf 11 geupgradet? Rang 11, oder? Nee, auf. Ja, auf. Nee, auf Level. Nee, ja, 11. Level 11. Mit Gears meine Nee, ich. habe ich nicht. Hast du auch. Hast du noch nicht Nee, gespielt? kein Finish. Junge, der ist ja so geil. Oh mein Gott. Ja, macht zu viel Damage. Ja, und dieser Atmoskin einfach brutal. So, Leute, wir haben ein nächstes Game. Erstes Game war sehr, sehr nice. Oh, gutes Matchup für mich. Doppelwerfer. Da kann ich. Der Junge, dieser Skin sieht einfach so Hammer aus, ne? Wie gesagt, schreibt mal gerne in den Kommentaren, wie ihr den Skin findet. Okay, never mind, die sind alle in der Mitte. Also ich muss sagen, meiner Meinung nach, der sogar der beste Search. Was sagt ihr beiden? Wobei dieser Sword ist auch nice. Ja, ich bin so tot, ne? Ja, Leute, dagegen kann ich nichts machen. Aber das ist gut, dass Dynamite macht da auch. Ne? Ich habe leider nur noch ein Gadget. Ich muss auf jeden Fall mein 2er-Upgrade kriegen, irgendwie. Lass mich mal hier chillen. Jetzt. Nice. Nice. Fliegt da so ein Helikopter? Ja, da fliegt so ein Helikopter. Du hast den Skin auch noch nicht gespielt, ne, Mo? Nee. Ich bin halt auch eigentlich der Einzige, der über Skins Videos macht, ne? Die anderen. Ey, was ist denn das? Ja, mehr Black Screen als normalen Screen. Ich wollte ein bisschen mit dem Affe rumlaufen. Leute, das Game ist nicht so clean von mir. Ich habe ein bisschen geintent am Anfang. Aber jetzt habe ich mein Dreier-Upgrade. Und jetzt habe ich auch Mega-Control. Ja, das geht. Ja, das wundert mich auch, muss ich sagen. Aber ich feiere diesen Skin wirklich. Weil der kommt, ihr seht, einfach so eine Banane in der Hand, ne? Ich muss ehrlich sogar sagen, das ist sogar einer meiner Lieblingsskins, so vom Aussehen her. Den fühle ich.
Und auch von dem Preis. Und was, wie ihr sehen könnt, Level 11. Pay to Win Mo am Start, Leute. Checkt gerne Mo's Kanal ab. Wenn ihr den maximalen Pay to Win sehen wollt. Mo, halt einfach Level 11. Mo, das muss ich sagen, ich gönn dir, Bruder, ne, aber das macht mich eifersüchtig. Ich muss auch alles eigentlich auf Level 11 haben. Jo, du rasierst halt einfach alles, ne? Du bist low life, machst gefühlt alles tot. Das ist so insane, so insane. So, Leute, let's go. Nächstes Game. Let's party. Und ich muss diesen Buzz-Skin auch freischalten. Leute, schreibt mal gerne in den Kommentaren, soll euch darüber auch ein Video machen. Ich hab. Ich bin tot. Oh, nee, doch nicht. Bester Duke. Duke! Bester Spieler. Oh. 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 Knapp. Kriegen wir Damage? Ich hab rechts einen Stu, ne? Ist wirklich sehr, sehr nervig. Ja, ich würde da nicht rein. Ah. Nein, mein Sprung ging nicht. Ich würde den sogar, um ehrlich zu sein, vielleicht droppen. Oh, Monkey. Oh oh. Oh, droppen? Ja, let's go. Wir haben den zum Glück gedroppt. Boah, das war ziemlich knapp mit dem Droppen. Ich habe noch zwei Gadgets. Ich hab deine Mike tot. Was? Wir brauchen nur eine Seite noch. Oh! Nice! Ja, ich kann das auch nicht einschätzen. Wir haben heute heiß gespielt, Mo. Also on stream 3 Stunden. Ich habe gesagt, 3 Games nur verloren. Und wir hatten einen Rico als Gegner-Team, ne? Also ein Game haben wir 100% wegen mir verloren. Und ich musste gegen Rico spielen, der war Level 11, ne? Ich konnte ihn nicht töten. Ja, der hat Usain Bolt Movement Speed, alles. Ja, Mann, der ist schneller gelaufen als... Junge, ich hab gedacht, der teleportiert oder so. Holy shit, ich hab den nicht getroffen. So, Leute, ich würde sagen, wir machen noch ein Game. Mo ruft einfach im Gruppencall an. Und es geht aus dem Boxer-Discord. Kurz konzentrieren jetzt. Let's go. Bester Spieler, Outdoor-Aim-Regel. So. Come on. Come on. Sehr schön, wir haben alle Schrauben. Oh, dieser Dynamo, dieser Stu hat Fliegen-Gadget, ne? Der fliegt durch die halbe Karte. Warte. Oh, schade. Jo, Mo. Ich fühle es so hart, dass er einfach der 11 ist. Aber ich aktuell als einziger fast Max. Nee, Lukas hat glaube ich auch. Also ganz Max ist ja Mo auch nicht, ne? Hat ja alles auf 11, aber alle Dinger sind viel zu teuer. Das hat der Lukas auch. Er hat die, also Lukas und Mo haben alles auf 11, aber haben nicht alle Gears, weil die haben nicht genug Gear Upgrades. Ja, kannst du aber noch nicht haben, ne? Doch. Aber du musst ja, halt. Oder, Mo hat. Ja, ja, genau, genau. Und wenn du nur Kisten öffnest. Ich habe Mo gesagt, gefragt, also er hat ja noch eine Megabox geöffnet. Er hat zwei oder ein Gear bekommen. Und du kriegst maximal eh nur ein oder zwei, ne? Das heißt einfach, du musst bestimmt noch mindestens. Also Mo muss mindestens. Oder. Lukas noch bestimmt 5.000, 6.000. Ne, sogar 10.000 Gems aufnehmen.
Nice, Leute. Sehr, sehr geile Runden. Danke dir, Hypers, fürs Mitspielen auf jeden Fall. Mo ist jetzt aus dem Discord, warum auch immer. Leute, 5 Games gespielt, wenn ich mich nicht gerade verzählt habe. 5 Games gewonnen. Sehr, sehr geiles Video. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Schreibt Hashtag Banane, wenn ihr in den Kommentaren, wenn ihr das Video bis jetzt angeschaut habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen oder heute Abend im Stream. Macht's gut und ciao, ciao.